Wenn man zwei Laplace-Transformierte miteinander multiplizieren möchte, also das Produkt bilden möchte, dann rechnet man im Zeitbereich mit dem sogenannten Faltungsintegral. Also wie wir bereits gehört haben, wir möchten zwei Signale miteinander multiplizieren mit dem Faltungsintegral. Die Formel dazu sieht so aus, v von t ist unser g von t nicht mal, sondern das ist ein Stern, das ist für die Faltung das mathematische Symbol und das Ganze eben mit u von t gefaltet. Ausgeschrieben ist das ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Also man kann auch sagen, der gesamte Definitionsbereich beider Funktionen wird hier hergenommen. Im Fall eines beschränkten Definitionsbereichs werden jetzt unsere zwei Funktionen als periodisch fortgesetzt angenommen, damit eben der Faktor hinten dieser Teil hier gilt. Auf jeden Fall das Integral von unserem g nicht mehr von t, sondern von unserem tau mal unser u von t minus tau mal d tau. Meine g von tau ist eine ganz normale Funktion, ja, aber was ist dieses u von t minus tau? Was anderes, aber das schauen wir uns jetzt grafisch mal blöd an. Um das Ganze jetzt mal schnell anschaulich darstellen zu können, habe ich hier eine kleine Grafik aufgezeichnet. Wir haben zwei Signale, einmal das rote und einmal das grüne. Und das schieben wir im Endergebnis jetzt ineinander. Sprich, wenn wir das Ganze ineinander schieben, dann bildet sich die gelbe Fläche. Wenn wir das weiterschieben, dann wird die Fläche natürlich immer größer. Bei 0,5 Sekunden haben wir dann das schon mal. Noch ein Stückchen weiter entsteht das. Wenn wir es vollständig eingeschoben haben, dann haben wir logischerweise die größte Fläche. Und ab dann nimmt die Fläche logischerweise auch wieder ab. Und das Ganze geht im Endergebnis so lang, bis die ganze gelbe Fläche vollständig verschwunden ist und das grüne Signal zieht weiter. Im Endergebnis, wenn wir jetzt den Verlauf von dieser Fläche, die wir da drunten eingebunden jetzt haben, aufzeichnen, dann kommen wir in dem Fall auf eine Dreiecksfunktion. Das kann man sich immer leicht merken, denn wenn wir nochmal zurückschauen, hier haben wir zwei Signale mit der nullten Ordnung und somit können wir schon mal sagen, dass im Endergebnis eine erste Ordnung rauskommen muss, sprich eben ein Dreieck. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch an einem konkreten Beispiel an, aber zuvor, bei solchen Sachen besonders ist es immer sehr wichtig, eine Literatur zu haben, auf die man vertrauen kann, denn das sind schon nicht mehr ganz so einfache Sachen. Für dieses Video habe ich das Buch der Regelungstechnik vom Schaker Verlag genutzt, da gibt es Band 1 und 2, in Band 1 ganz normal Übertragungsverhalten von den einzelnen Gliedern, aber auch Regelstrecken bzw. stetige Regeleinrichtungen sind beinhaltet und im zweiten Band, das Ganze ist dann schon fürs Masterstudium gedacht, wer nicht eine Operation für kontinuierliche Systeme betrachtet, sondern auch zeitdiskrete Systeme, Regelungen im Zustandsraum, Z-Transformation, also wirklich alles dabei. Wer jetzt Interesse hat, beim nächsten Test sich eine gute Note zu gönnen, könnt ihr mal ersten Link in der Videobeschreibung schauen, da habe ich euch die zwei Bücher verlinkt. Und jetzt geht's weiter zum Beispiel. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was grundsätzlich die Faltung ist, können wir uns hier noch ein ganz spannendes Beispiel anschauen. Wir haben hier aufgezeichnet, eben vom Anfang gesagt, g von t bzw. u von t in violett und g von t in grün. Diese zwei Signale, die haben wir, die starten jeweils von 0. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn diese von 0 starten, da können wir nichts reinschieben. Also das geht leider nicht, weil wir sind ja schon am Ende. Wenn wir jetzt das eine Signal weiterschieben würden, wäre hier der meiste Teil schon außen. Also der würde nichts mehr bringen. Somit gibt es eben das Ganze hier drüben und zwar unser u von t minus tau. Drehen wir im Endergebnis die ganze Funktion um, denn wenn wir jetzt haben, wir möchten bei der Zeit t ist gleich 0 starten, dann können wir für t schon mal 0 einsetzen und dann minus tau, sprich wir haben u von minus tau. Somit verschiebt sich das Ganze nach hinten. Ganze hier sind natürlich nur Skizzen, also nicht maßstabsgetreu oder irgendwie so eingezeichnet. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt das so eingetragen haben mit unserem u von t minus tau, dann schaut das Ganze so aus. Eben in violett haben wir unser u und in grün haben wir eben unsere Funktion g. Damit können wir jetzt arbeiten und jetzt können wir dieses Signal hier in dieses andere Signal reinschieben. Und im Endergebnis sehen wir dann, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt angefangen, unser u von t minus tau ein bisschen reinzuschieben und zwar sind wir jetzt bei einer Zeit von 0,2 Sekunden. Dann sieht das Ganze eben so aus. Wir haben hier einmal dieses Signal eingeschoben und die entstandene Fläche ist also im Endergebnis das, was hier drunten ist. Und da kann man jetzt von der Logik her, wenn man das Beispiel am ganzen Anfang zurückdenkt, schon mal erkennen, okay, wenn wir jetzt dieses Signal weiter einschieben, dann durch das, dass diese Funktion abnimmt, wird auch diese Fläche nur langsam mehr werden. Beziehungsweise der Höchstpunkt wird logischerweise sein, wenn wir dieses ganze Signal hier eingeschoben haben, dann wird der Höchstpunkt sein und dann wird das Ganze wieder langsam abnehmen. Denn wenn wir diese Seite hier dann da drüben rausschieben, dann geht diese Funktion wieder runter und im Endergebnis wird dann die Fläche auch wieder langsam weniger. Die Lösung von unserem Faltungsintegral wird dann in etwa so aussehen, wie gesagt, ist nur eine Skizze, aber am Anfang geht es mal ganz steil bergauf.
beziehungsweise nimmt dann hier oben wieder ab, wenn wir eben zu diesem Punkt kommen, dass eben diese Funktion hier nach unten geht, dann wissen wir, okay, von 0 bis 0,5 Sekunden haben wir das ganze, die ganze Funktion g von t und die andere ist ja ums Doppelte so lang. Somit haben wir mal einen Punkt, wo das Ganze konstant ist, sprich wenn das Ganze eingeschoben ist, vergeht ein bisschen eine Zeit, denn das Ganze ist ja dann konstant. Schöne Wortwiederholung auf jeden Fall, wenn wir das Ganze dann wieder ausschieben, dann geht das relativ schnell, dass das Ganze eben runterfällt und dann bei ungefähr 1,6, 1,7 Sekunden sowas dann zu 0 wird im Endergebnis. Ganz wichtig noch, für was braucht man sowas zum Beispiel? Also als Beispiel in der Akustik, also in der Musik, wird die Faltung auch zur digitalen Erzeugung von Hall und Echos und zur Anpassung von Klangeigenschaften verwendet. Dazu wird eben die Impulsantwort des Raums, dessen Klangcharakteristik man übernehmen möchte, mit dem Signal, das man im Endergebnis beeinflussen möchte, gefaltet. Jetzt geht es eben darum, das Ganze noch ein bisschen mit der Formel zu betrachten, denn die haben wir jetzt außen vor gelassen. Das gibt es jetzt in diesem Video hier. Nicht vergessen, die Links in der Beschreibung abchecken. Ich hoffe, es war hilfreich. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.